Ja, und deswegen fragen wir mal bei Anna Gelinek nach in Kiew. Anna, wie ist die Situation? Ist sie noch ruhig, auch wenn keiner der Ruhe traut? Ja, im Moment hat sich die Lage ein bisschen entspannt. Die Polizeikräfte sind abgezogen. Sie sind hier so gegen Mittag vom Maidan abmarschiert, sind verlegt worden in das Regierungsviertel, wo sie jetzt die Gebäude rund um Janukowitschs Residenz und den Ministerrat schützen. Und wir sehen, dass diese doch sehr zweifelhafte nächtliche Aktion gestern Abend nämlich folgenden Erfolg hatte, dass nämlich der Maidan heute Mittag oder jetzt am Mittag schon wieder proppevoll ist. Gestern um diese Zeit war es sehr viel leerer. Dieses massive Polizeiaufgebot hat die Leute zusammengeschweißt, hat die Opposition bestärkt in dem Willen, auszuharren gegen ein, wie Sie sagen, autoritäres Regime. Und jetzt sind sie sozusagen, fühlen sich ein bisschen als Gewinner und feiern diesen kleinen Sieg. Ja. Wie steht denn die Opposition? Fangen wir da erstmal an, momentan da, geeint? Im Moment ist die Opposition geeint. Es sind ja eigentlich drei Parteien, die hier zusammen diese Revolution, wie sie selber sagen, koordinieren. Die Vaterlandspartei von Julia Timoschenko mit ihrem jetzigen Vorsitzenden Arseniy Yatsenyuk. Dann natürlich Vitali Klitschko, der Boxweltmeister, der als Kopf so ein bisschen die Führungsrolle hier übernommen hat. Und der Nationalist Tsagny Bok. Die drei sind natürlich sehr, sehr unterschiedlich und die Ukraine hat ja in den letzten Jahren leidvoll erfahren müssen, was es heißt, wenn die Opposition oder auch die Regierung gespalten ist. Die Orange Revolution brachte ja zwei damals auch geeinte Personen an die Macht, Julia Timoschenko und Viktor Juschenko, die sich danach in einer Regierung bitter bekriegt haben, was auch dazu geführt hat, dass Janukowitsch schließlich die Wahl gewann. Also die Leute haben tatsächlich nicht die Erfahrung gemacht, dass sich Parteien wirklich zusammenschließen können für eine Sache. Im Moment, wo der äußere Feind Viktor Janukowitsch noch da ist, allerdings treten sie wirklich geeint auf, treten überall immer zusammen auf, auch letzte Nacht hier auf dem Maidan. Und insofern gibt es vielleicht Anlass zu neuer Hoffnung. Ja, das Feindbild heißt Janukowitsch. Reden wir mal ganz kurz über ihn und über das, was er die ganze Zeit für einen, ja, nennen wir es fast mal Tanz aufführt, einen gefährlichen Tanz. Jetzt gibt es diese Meldungen, die ja auch bestätigt wurden, auch von Ihnen, dass die Polizei sich zurückgezogen hat vom Maidan. Und dass es keine Gewalt, so von der Regierung auch eine Information gegen friedliche Demonstranten geben soll und die Erstürmung des Platzes auch nicht geplant ist und auch nicht in Frage kommt. Wie weit kann man dem Ganzen trauen? Also alle diese Dinge sind natürlich mit großer Vorsicht zu genießen. Sie zeigen eigentlich nur die Planlosigkeit von Viktor Janukowitsch. Er ist wirklich konfus. Er weiß nicht wirklich, wie er aus dieser Lage, in die er sich ja selbst hineinmanövriert hat, wie er sich daraus wieder befreien soll. Er hat verstanden, dass ein wirklich gewaltsames Auseinandertreiben der Demonstranten ihm natürlich seinen Ruf in Europa völlig ruinieren würde. Er traut sich auch nicht, das wirklich zu tun. Deshalb diese merkwürdige Aktion gestern Abend, wo er mit viel Polizei aufmarschieren ließ, aber dennoch eigentlich nicht wirklich was unternommen hat. Und das Resultat heute ist eigentlich, dass die Opposition dadurch gestärkt hervorgegangen ist. Ich glaube, dass Janukowitsch selbst seine Lage noch nicht ganz begriffen hat. Er hat noch nicht ganz verstanden, dass seine Handlungsfreiheit relativ eingeschränkt ist, dass ihm eigentlich nichts anderes übrig bleibt, als früher oder später mit der Opposition zu reden. Ja, oder Forderungen zu stellen, vielleicht sogar freche Forderungen. 20 Milliarden möchte man gerne haben von der EU, um dann das Assoziierungsabkommen vielleicht doch noch irgendwie mit der EU und nicht mit Russland durchzuziehen, mit Russland andere Beziehungen zu pflegen. Ja, das gehört zu der Lyrik, die diese ukrainische Regierung ja, seit sie selbst das Assoziierungsabkommen nicht unterzeichnen wollte, immer wieder produziert, nämlich indem sie den ukrainischen Menschen vorrechnet, dass dieses Assoziierungsabkommen, was sie, wie gesagt, 6 Jahre lang selbst wollten, gar nicht finanziell zu machen ist für die Ukraine, dass dieses Assoziierungsabkommen die Ukraine an den Rand des Ruins gebracht hätte und deshalb
sagt also der Premierminister heute, ja, wenn wir 20 Milliarden Euro von der Europäischen Union bekommen würden, dann könnten wir uns das leisten. Aber die Europäische Union hatte ja schon vorsorglich mitgeteilt, dass sie diese Summe nicht zur Verfügung stellen würde. Also das ist eine merkwürdige Form von Phantomschmerz über dieses Assoziierungsabkommen, was offenbar der Regierung hilft, dieses Thema zu verarbeiten. Es wird nicht besser. Wir hoffen, dass es nicht eskaliert. Danke für den Moment nach Kiew, Anne Gelinek.